Hallo und herzlich willkommen bei Adler TV. Heute geht es einmal darum, dass wir in die Tiefe gehen von dem, was am Wochenende passiert ist. Dafür an meiner Seite der Cheftrainer der Profis, Oliver Zappel. Hallo. Und. Es geht um ein Wechselfehler beim Spiel am vergangenen Sonntag. Oliver, nimm doch gerne mal Stellung, was ist dafür genau passiert? Ja, kennt diese Dinger ja, aus irgendwelchen Bundesliga-Zusammenschnitten von 1980 oder so, wo irgendwie solche Fehler mal passiert sind. Ich bin da sicherlich auch nicht der Erste. Reihe mich da in eine Garde ein, die auch nicht so ganz namenlos ist. Das heißt aber nicht, dass es gut ist und dass ich stolz drauf bin. Im Gegenteil, es ist eine absolute Vollkatastrophe für mich. Das darf mir nicht passieren. Ich bin jemand, der Perfektionist ist und wenn mir sowas passiert, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie es in mir rumort und wie auch die Nacht gelaufen ist. Natürlich gibt es Ursachen für so ein Fauxpas, aber da fange ich gar nicht erst mit an, die erstens zu suchen noch zu erwähnen. Dafür bin ich ganz alleine verantwortlich und es tut mir leid, aber kann nur hoffen, dass uns das in Zukunft nicht mehr passiert. Wir müssen ein paar Sicherheitsmechanismen einbauen, ein paar Fallschirme, damit nicht nur ich eben auf meinem Notizzettelchen so ein paar Sachen notiere, sondern dass auch ein paar andere dann vielleicht inklusive sogar des Stadionsprechers dann laut Alarm geben, falls so etwas dann nochmal passiert. Ja, die Stimmen im Internet sind aufgewacht. Man spricht hier von einer Lachnummer sondersgleichen. Du hast schon die Fallschirme erwähnt. Wie wird sonst damit umgegangen? Was sind so eure Schlüsse daraus? Ja, lacht alle und macht euch lustig. Ist alles okay, ist auch berechtigt. Passiert in solchen Momenten, ob das eine Lachnummer sondergleichen ist, das weiß ich nicht. Klar, kann man darüber lachen. Wir persönlich bei Phoenix lachen da natürlich nicht drüber. Im Grunde genommen hat ja dieser Fauxpas auch nichts mit dem Spielausgang zu tun. Wir haben das Spiel trotzdem verloren und das ist schlimm genug. Und darüber haben wir uns Gedanken zu machen. Und da haben wir einiges aufzuarbeiten. Dann lass uns das Spiel zum Ende nochmal aus der Vogelperspektive betrachten. Ja. Wie sind die Eindrücke nach dem Spiel jetzt aus der Analyse? Gab es da noch irgendwelche Schlüsse? Naja, man hat ja relativ spontan schon beim Betrachten des Spiels gestern im Stadion den Eindruck gehabt, als sei das so ein Sommerkick. Ja. Und genauso ist es auch, wenn man sich die Bilder anguckt. Also man kann es im Schnelllaufverfahren, kann man sich dieses Spiel reinziehen und hat den Eindruck, da spielt eine Mannschaft, die es bemüht, irgendwie ein Tor zu erzielen und die andere Mannschaft verteidigt wie irre und macht das richtig gut und setzt ab und zu mal einen Nadelstich als Konter. Aber eigentlich war relativ früh klar, da muss schon viel passieren, dass überhaupt eine Mannschaft ein Tor schießt. Und dass wir dann allerdings es tatsächlich fertig kriegen mit dem einzigen Schuss aufs Tor, dann hinterher als Verlierer vom Platz zu gehen, das ist natürlich übel. Und das darf auch nicht sein. Wir haben auch gut verteidigt, wir haben ja auch überhaupt nicht zugelassen, aber diese eine Szene, da haben wir eben leider Gottes, ich will ja nicht von einem Kardinalfehler sprechen, aber es war einfach so, dass wir in Überzahl eine Abschlusssituation, die wir hätten vermeiden können, zugelassen haben. Ja, und dann liegt der Ball auf einmal im Netz auf magische Art und Weise. Und dann kriegt man es am Ende auch nicht mehr umgebogen und muss sich dann hinterher unangenehme Fragen stellen lassen. Und in der Situation befinden wir uns jetzt gerade. Das ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt. Wir haben uns einiges vorgenommen für dieses Spiel, wollten unbedingt mit einem Heimsieg in das Jahr starten. Jetzt wäre ein Unentschieden schon eigentlich nicht so das gewesen, was wir uns vorgestellt haben. Aber mit einer Niederlage haben wir nun überhaupt gar nicht gerechnet, angesichts der Verfassung, in der wir vorher waren. Insofern ja, keine gute Aussicht auf das, was uns Ende der Woche erwartet. Alles klar. Vielen Dank, Oliver. Das war's mit Adler TV heute. Wir sehen uns morgen wieder.